Hallöchen, Freunde, willkommen zurück zu Space Engineers. Yo, 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 da sind wir wieder. Was hatte ich denn eigentlich hier reingebaut? Da könnte man eigentlich Batterien reinbauen, ne? Vier schicke, schöne Batterien hier. Ich glaube, das hier ist Unfug. So. Batterien. Was wir haben? Haben wir richtig. Haben es ja bekanntlich immer. Und das zählt für alle lebenslang. Besser als brauchen. Und da gibt es auch keinen, der mich vom Nachteil überzeugen kann. Vom Gegenteil überzeugen kann. Es gibt nämlich kein Gegenteil. Und wenn es einer schafft, mich vom Gegenteil zu überzeugen, dann ziehe ich da, aber ganz offiziell ziehe ich da meinen Hut an von diesen Menschen. Und bevor jetzt einer schreibt, nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Haben ist immer besser als brauchen. So. Dann aber an die Tasten. Bin ich gespannt. Wobei, ist eigentlich auch doof, ne? Wenn du einen zum Aufruf, also einen Aufruf startest, dich von einer anderen Meinung überzeugen zu lassen, ne? Würde ja dann quasi bedeuten, du hast keine eigene Meinung. Ich habe keine Meinung, ich brauche mal deine. Auch Unfug. Soll man nicht machen. Aber wie seht ihr das? Haben ist immer besser als brauchen. Ja oder nein? Was ist da eure Meinung dazu? Können wir ja dann so in, keine Ahnung, 4-5 Folgen mal drüber quatschen. Ich weiß nämlich noch nicht, wie viele Folgen ich aufnehme, Freunde. Schöner Saft. Boah, der war sauer. Hui. Da kehrt mein Gesicht ein wenig in sich. So, und dann könnte ich eigentlich, theoretisch könnte ich hier die ganze Ding hier noch mit Batterien vollballern. Bis zum geht nicht mehr. Vollständig verbraucht in 5 Stunden. Was blitzt denn da? Was das? Was, die Sonne? Tatsache. Wieso scheint die Sonne hier durch mein Schiff? Kriegen Sonnenbrand, das mag ich nicht. Ja, also batterietechnisch, das sollte erst einmal reichen. Das sind ja dann 2, 4. 4. Und vorne haben wir, glaube ich, nochmal 4, oder? Ja, sehe ich jetzt nicht. Aber müssten, in der Theorie müssten das 4 sein, oder sind das hier normale? 4, 6, 8, 10, 12, 12 Stück. 12 normale Batterien. Sollte reichen. Durchaus, durchaus. Vor allem, wir haben ja auch noch die Sol... Haben wir die? Moment. Das hat... Uiuiui. Das hat, glaube ich, auch gefehlt. Die Solarpaneele. Jupp, die Solarpaneele fehlen. Das bedeutet, wir werden gleich noch die Solarpaneele mit ranbauen. Weil je mehr Solarpaneele das waren, desto besser läuft das mit der Energiegewinnung. So. Warte mal, da muss ich ja gar nicht rein. Das kann ich von hier machen. So, Licht wieder aus. So, dann gucken wir mal, wie wir dann die Solarpanels da so hinbasteln. Ich weiß nicht, hier hinten? Mal gucken. Erstmal schauen, wie es aussieht. Es muss ja dann nicht mehr so original aussehen, ne? Also so 100%. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Weiß nicht. Ich baue es jetzt erstmal symmetrisch. Wenn es dann irgendwie Gemecker gibt, dann immer rein damit in die Kommentare. Aber es ist eher zweckmäßig, sage ich mal, ne? Wenn wir das so machen. So, dann hatte ich ja hier an der Seite hatte ich ja dann noch die Paneele, weil das hier ist zu groß. Da fehlt es an einem. Und hier können wir es ja dann eher dann...
so machen, oder? Nee. Ja, so. Egal, wo wir dann sind, wir können komplett autark arbeiten, weil wir haben ja Raffinerien, Produktionsanlagen, wir haben ja alles mit dabei. Falls dann einer auch mal Hilfe braucht, ne? So von wegen, hey, meine Basis ist aus Versehen kaputt gegangen, weil ich da mit dem Schiff reingeflogen bin. Brauche Hilfe. Dann kann man da auch mal vorbeigucken. So, schauen wir mal, wie wir es hier machen. Wenn wir den hier am Rande ansetzen, dann kriegen wir da nochmal einen hin. Okay. Aber wenn wir den weiter vorne ansetzen, dann bekommen wir da auch nochmal einen mit hin. So. Okay. So, und dann statt hier diesen Mittelstreifen machen wir einfach so. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Da können wir doch noch welche bauen. Huch. Nee, können wir nicht. So. Kriegen die eigentlich gerade was? Ja, ein bisschen was kriegen sie. Dann wäre natürlich auch so ein blauer Anstrich außen ganz gut, ne? Wenn man das so macht. Aber da geht es vielleicht ein bisschen unter, ne? Wenn man das dann... Ja, ist immer so eine Frage. So, hier oben könnten wir uns, glaube ich, eine leisten, oder? Aber eher nicht so. Wir könnten uns eine leisten. Muss ich aber erstmal wieder ein bisschen Material holen. Warte mal. Hä, das ist doch schon fertig. Hä? Bläh. So. Fapp. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir vorne noch so alles mit dem Basteln. Warum geht das nicht? Ich halt ein. So. Jetzt Platten. Typ. Oh, warte mal, in welche Richtung gucken denn die... Ja, das muss gleich aussehen. Die gucken nach hinten. Quasi so. So und so. Ah, meine Nase kribbelt gerade. Falls ich niesen muss, ich entschuldige mich schon mal im Vorfeld quasi. So, Rille. Ein bisschen Energie bekommen sie, das ist... Ist okay, sag ich mal, ne? Was ist das? Also, das ist die Unicorn. Zack, weggeballert. Bam, weg. So, hier vorne hatten wir welche. Ich glaube, die können wir hier so mittig setzen, genau. Quasi als kleines Bäckchen von unserem Schnabeltier hier. Naja, ist doch wie ein, fast wie ein Schnabeltier. Aber heißt nicht Perry. Nicht, dass einer auf dumme Gedanken kommt hier. Ja. Jo, aber ich bin jetzt schon, keine Ahnung, wie oft vom Thema abgeschwuft. Weiß schon gar nicht mehr, wo wir eigentlich waren. So. Jetzt haben wir pro Seite 2, 4, 6, 7. Dann machen wir oben auf dem Flügel von mir aus noch eine. Dann haben wir 8 pro Seite. 6 Stück hier. 3 Stück hier macht 17 Solarpaneele und eventuell unter Umständen vielleicht kann man ja jo, das läuft.
Ja, wenn du autark sein willst, dann musst du ein bisschen kreativ sein, ne? Ist so. Da beißt die sogenannte Maus auch nicht mal so ein kleines Stückchen Faden ab. Hilft nichts. So, zack, zack, zack. Ja, ja. Ja, ja. Bin ja schon unterwegs. Meine Maus ist immer noch so ein bisschen Hartgas eingestellt. Oh, jetzt fehlen Solarzellen. Ich sollte vielleicht erst noch Müsli essen, bevor ich aufnehme. Uiuiui. Damit der Kopf ein bisschen was zu tun hat. Oh, pardon. Ja, ja, also. Das werden wir jetzt ja wohl noch schaffen hier. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Oder Zwiebeln war da oben halt noch welche drauf. So, aber da gibt es keine definierte Mitte, ne? Also entweder sieht es gut aus oder es sieht scheiße aus. Dann mache ich es nach hinten. Da gibt es eine 50-50 Chance. So, wenn wir den drüben rangebastelt haben, dann können wir uns auch schon wieder zurück verpieseln in unser Schlafzentrum. So. Nicht, dass mich die Dame im Anzug auch noch schimpft. So, Leute. Was sagt ihr? Was hat. 1, 2, 3. Was habt ihr eigentlich von den angezockt und vorgestellt reingehalten? War gut oder war eher so uninteressant für euch? Weil die Spiele, also, ich meine, ich besitze ja schon, die stelle ich ja quasi für euch vor. So von wegen, hey, guck mal, da gibt es ein Spiel. Kann man sich ja vielleicht unter Umständen gegebenenfalls mal angucken, wenn man Bock drauf hat. Wobei ich auch sagen muss, ich mache das, weil ich es machen will. Also, ich habe von keinem Entwickler noch irgendetwas jemals bekommen. Außer damals von EA ein Alpha-Zugang zu Generals 2. Das war aber auch das Einzige, was ich jemals von irgendjemandem erhalten habe. Die zahlen mir nichts, dass ich sage, das ist ein gutes Spiel. Die haben mir den Key nicht umsonst gegeben, damit ich sage, das ist ein gutes Spiel. Es ist, ja. Das ist halt ein Spiel, weil ich denke, hey, das könnte vielleicht dem einen oder anderen gefallen, weil es mir Spaß macht. Da guck mal. Also, so läuft das da ab. So, und ich würde auch niemals, also das ist so ein persönliches Ding von mir, von irgendetwas sagen, hey, das ist mega geil, wenn ich es eigentlich mega kacke finde. Ist so. Das ist einfach so. Das ist, glaube ich, auch mal so ein kleiner interner Kodex für Gamer, sag ich mal, ne? Also, du würdest mir kein Spiel empfehlen, von dem du denkst, dass es eigentlich totale Grütze ist. Aber du einfach denkst, hey, ich empfehle es ihnen halt einfach, ne? Also so in der Art von, boah, ich habe jetzt hier FIFA 21 gespielt und fand das total scheiße. Aber der Typ da, hier, guck mal, spiel mal FIFA 21, das ist ein mega geiles Spiel. Das ist doch so hirnfrei und sinnlos, das macht doch keiner. Das würde doch nie einer jemals machen, wa? So, was wollte ich jetzt eigentlich, verdammte Axt? Hacke, wie auch immer. Das ist alles soweit drin. So, Kamerafahrt nach unten und Kamerafahrt schwenken. Warum ist denn hier ein Loch? Ach so, okay. Da hatte ich nach Eis gesucht, ich erinnere mich wieder. Eieieiei, peinlich, peinlich, peinlich. Tja, wenn der jetzt schon fertig wäre, dann könnten wir ja schon langsam mal hier so und so, ne? Oh, warte. Da fällt mir ein, wir können hier unten einmal. Wupp.
So, bei denen hier vielleicht nochmal 4 Sauerstoffgeneratoren mit hinballern. Sauerstofftank, Sauerstofffarm, so 1, 2, 3, 4. So, man sollte die vielleicht auch ins Inventar legen, wenn man sie schon bauen möchte. So, dann bringen wir die so, so, so und so. Mal gucken, die müssten sich ja jetzt automatisch gleich Eis ziehen, ne? Jawohl, ja. Die Gruppierung und das Eis, das muss ich jetzt dann sowieso nochmal neu machen. Weil das klappt vorne und hinten nicht. Wo ich das Schiff hier einfach nur 2 Meter weiter versetzt habe, das hat nicht funktioniert, weil nicht alle Triebwerke über das Shortcut-Menü funktioniert haben. Fand ich auch irgendwie so, hallo? So, warte mal, hier bauen wir jetzt dann noch je eins Sauerstofftank hin. So, zack. Oder Hydrogentanks. Ich glaube, Hydrogentanks ist das, was ich eher möchte. Zack, zack, zack. Und hier ebenso. So, zack. Dann haben wir hier nochmal ein paar Tanks. Die Lampe können wir ja auf den Tank machen, das ist weniger wild. Zack, 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 zack. Zack. So. Zup, 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 zup. Bieb, bieb. So, die müssten dann ja eigentlich, ich weiß, eigentlich macht Sätze kaputt, aber die sollten relativ zügig gefüllt sein. Achso, ich verstehe die Problematik. Warte, so schnell sind die noch gar nicht gefüllt. Da können wir jetzt natürlich auch wieder Fuchs sein und sagen, yo, wir machen da jetzt auch noch Frachtcontainer obendrauf, um quasi unser Frachtmaximum nach oben zu schieben und dennoch unsere Tanks hier versorgen zu können. Das stimmt nicht. Ach, das ist bestimmt von außen. Jetzt, C-Fix. So, weil dadurch, dass wir natürlich die Upgrades jetzt haben, säuft der auch mehr, der Kumpel. Kraft kommt von Kraftstoff. War ja schon immer so. So, ui. Aber was habe ich jetzt verteile noch einstecken? Sag mal, das sind ja Motoren und so ein... Ach, ja, 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 warte. Das hier sind die... Genau. So. So. Zack, 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 zack. Immer ist doch irgendwas. So, Freunde, wenn ich jetzt dann... Das machen wir heute noch. Wir schließen die Wasserstofftanks noch ans System mit an. Und wenn das alles getan ist, dann werde ich erst einmal eine Aufnahmepause machen. Das sind ja schon wieder 1,5 Stunden, was ich hier aufnehme. Und hier mal gucken. Ja, ja, die Energy und so. Ihr könnt mir mal sagen... Obwohl, das ist eigentlich Unfug, wenn ich das jetzt mache. Nee, lass mal stecken. Nett, aber nein. Da kriegen wir schon hin.
Irgendwie wird doch alles irgendwie weitergehen, ne? Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Eins, zwei, drei. Oder irgendwie so. So, jetzt kommt das hier wieder rein. Und dann brauchen wir Frachtcontainer. Oh nein. Ja, ich habe das Triebwerk rausgeschmissen. Oh Manu. So. Zack, zack, zack. Zack und zack. Gleich geht's los, Freunde. Der. Hat nicht gezählt? So. So, und jetzt bin ich gespannt, wie schnell das funktioniert, dass die voll sind. Haben die nicht irgendwie hier... Ach Mist, ich dachte, die hätten hier ein Dings gehabt. Einen... Na, hier so eine kleine Eingabe. Ein Eingabefeld, damit man gucken kann, wie schnell die sich jetzt füllen. Ah, vielleicht haben wir ja schon den ersten grünen Block. Wenn wir uns jetzt gleich umdrehen. Nee. Dann schaue ich mal schnell nach den H2-Generatoren. Small Hydrogen-Tank. Gefüllt 99%, 99%. Die sind schon voll. Oh. Hydrogen-Tanks. Okay, das sind wohl die einzigen, die ich habe. Gefüllt 99,3%. Okay. Das ist bestimmt nur ein Anzeigebug. Gut, Freunde. Das wäre es erstmal gewesen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und Tschüssikowski.